Das ist doch ein... Nein! Also, das sind so ein bisschen die Sachen. Wir haben hier einen Agentarversattel, wir haben hier ein paar Tech-Geräte. Tech ist es nicht, es ist Industrie. Und ja, wir sind hier Level 105, wir sind Manfred. So, und in der Mitte hier, Überlebenden hochladen. So, könnte ich jetzt bitte da in das Menü reinkommen? Ich möchte meinen Überlebenden hochladen. Das kann nicht sein, dass ich jetzt hier immer... Jetzt bin ich unten, jetzt bin ich oben. Da ist es, Überlebenden hochladen. Ja, ja. Das Game versucht mich zu hypen. Also die Musik hat Bock gemacht. Also Midlands 4, weil irgendwo da ist der erste Orbit. Da ist der zweite Orbit. Sehr, sehr nah dran. Das Ding ist, ich habe seit einem halben Jahr locker, seit über einem halben Jahr, keinen Ark mehr gespielt. Das heißt, ich weiß auch gar nicht mehr, wie die Sachen funktionieren. Kann ich das hier abbauen? Hallo? Das farmt man einfach ab. Sehr schön. Das ist Kaktus. Das tut doch bestimmt weh, wenn ich da reinhau. Oder auch nicht. Wir nehmen mal Kaktussaft mit, weil ich befürchte, dass wir den Kaktussaft bräuchten, um... Wir brauchen den bestimmt, um was zu trinken, weil es ist ja sehr heiß drin. Ich habe Scorch Earth noch nie gespielt. Never. My first Time on this map. Und es sieht bisher nice aus. So, wir haben immerhin jetzt mal Hose, Hemd und Kappe. Oh, was ist denn das? Da fliegt was. Naja, wir begeben uns mal Richtung Orbit, weil da sind ja die Sachen drin. Und es bringt uns absolut gar nichts, weil da sind nur die Bauobjekte drin und noch keine Dinos. Denn ich wollte keine mitnehmen, die wir nicht tatsächlich gezähmt haben. Wir zähmen uns das dann neu. Okay, da ist noch so ein Vieh. Das ist ein Para. Der ist schon unten Dödi direkt. Das ist sehr gut. Die bräuchten wir eigentlich. Da sind sie. Wasser-Jug-Bug. Oh, nice. Wir können Wasser trinken davon. Das ist ziemlich cool. Dann ist ein Känguru, damit lege ich mich erstmal nicht an. Tech-Para. Könnte es unser nächster Günther sein, man weiß es nicht. Noch mehr Dödis, sehr viele Dödis hier. Bin ein bisschen überfordert, ehrlich gesagt, weil alles so komplett anders ist. Wir brauchen natürlich erstmal ein paar Sachen zum Zähmen. Narkosemittel. Da ist ein Saber vor mir. Das ist nicht gut. Wir brauchen natürlich einen Pfeil und Bogen, beziehungsweise eine Armbrust im besten Fall. Das heißt, wir müssen auch gleich mal Werkzeug machen. Holy, was bist du denn? Dachte für einen kurzen Moment ein Spino, aber... Hui. Alter, was ist das denn? Ich dachte, ach, ich erschrecke mich hier echt über alles. Vor allem... Ja, direkt ein Wolf oder was? Da habe ich jetzt mal gar keine Zeit für. Ich hoffe, dass wir am Orbit sicher sind. Vielleicht gehen wir doch erst zum Orbit. Okay, ich habe gerade 72 Kaktussaft konsumiert. Das hat genau gar nichts gebracht an Wasser. Das ist aber gut, dass wir Metall hier direkt haben. Das heißt, es könnte vielleicht sogar schon heute was gezähmt werden. Warte mal, da war doch irgendwas Großes gerade, oder? Ja, 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 das ist aber okay. Oh, ich drohe zu verdursten. Das ist nein. Au. Verdammt, ich wollte nicht da reinspringen. Wir wissen, was hier drin ist, verdammt nochmal. Klassischer Anfängerfehler. Nein. Was soll denn die Musik jetzt? Warte, was? Ich habe gerade Siliziumperlen hier aufgesammelt, so viele? Wo ist das denn her? Oh Gott, jetzt will ich. Alter, hab ich jetzt erschrocken. Ich will doch nur einen blöden Stein haben. Das sind Siliziumperlen. Ja, wie OP ist das denn? Das windet sehr. So, wir haben zumindest mal einen Speer, der auch nachlädt. Jetzt können wir vielleicht mal die blöden Viecher platt machen, die mich eben angegriffen haben. Kommen sie näher, kommen sie ran. Zack, hinfort mit dir. Also, immerhin schon mal ein bisschen Chitin. Sehr nice. Wir haben Zugriff auf unsere ganzen Geschichten. Rüstung habe ich doch reingelegt. Wir können mal eine Fellflasche mitnehmen. Und eine Gilly-Rüstung hatten wir drin. Das heißt, damit sollte es theoretisch, ich glaube, die sorgt dafür, dass es ein bisschen kühler ist. Kann ich mich auch täuschen. Oh nee, das ist nicht gut. Der macht, glaube ich, Stress. Und wir haben aktuell noch kein Fernglas. Ich kann nicht gucken, welches Level der ist. Das ist hier auch noch ein Raptor. Das ist doch nicht gut. Da hinten ist er. Ich habe leider noch kein Leder, um jetzt Bolas herstellen zu können. Das ist ein Problem, sonst könnten wir den leicht strappen. Wir suchen es einfach mal gegen den Raptor. Aber aktuell, jetzt kommt er. Sehr schön. Sehr schön, das erste Leder ist somit auch da. Nein, jetzt ist hier ein Terrorbird gespawnt. Was ist das denn? Bin überladen und wir haben Terrorbird. Das ist mega schlecht. Was ist das denn jetzt im Wasser? Es wird nicht leichter. Bin unentschlossen, ehrlich gesagt. Ich bin natürlich geneigt, jetzt hier noch zu bleiben, weil einfach hier der Ort ist, wo wir die ganzen Sachen rausbekommen. Wir können die zwar alle noch nicht nutzen, weil wir natürlich Benzin brauchen und hast du nicht gesehen, um das alles eben hier bewerkstelligen zu können. Aber so ist es eben. Dann ist es ein etwas holpriger Start, hätte ich mir anders vorgestellt. Aber das macht ja auch die Herausforderung aus bei Ark. Okay, interessant ist auf jeden Fall, dass wir hier auch Sand rausbekommen aus dem Stein gerade. Es gibt ja Lehm in dem Spiel, das heißt, wir können uns dann wahrscheinlich irgendwie Lehm herstellen oder Lehm bekommen und dann daraus auch Sachen bauen. Es ist auf jeden Fall nice, wie unterschiedlich jetzt schon am Anfang diese Map ist und wie anders man sie bespielen muss, beziehungsweise wie ich mich umgewöhnen muss. The Island und Ragnarok sind natürlich jetzt mittlerweile Heimspiele und das ist jetzt hier aber mal sowas von Auswärtsspiel. Oh, da geht's doch jetzt los, der Gallimus gegen, oder Gallimus, was weiß ich, wie der heißt. Der ist aber fies auf. Alter! Wo ist meine Axt? Da ist man. Mach ihn tot! Ich hab's
geschafft. Wie das? Ich habe gar nicht mehr geschlagen. Level 80. Alter. Alter. Ich leg mich erstmal hin. Ja, das war schon mal das war gut. Der musste früher oder später, musste der eh weg. Eieiei, das steckt mir noch in den Knochen. Das erste Metall wird geschmolzen. Das ist schon mal ein wichtiger Schritt. Habe ich doch irgendwo hier. Ich habe noch 56 Steine. Das heißt, wir können uns Bolas machen. Und dann können wir auf Parajagd gehen, weil ich bin der Meinung, wir brauchen auf jeden Fall einen Dino, mit dem wir uns hier irgendwie nochmal bewegen können. Beziehungsweise der auch so ein bisschen als Packesel, ja, fungieren kann. Ein Iguanodon. Tatsächlich. Da habe ich eben noch gerade dran gedacht. Das wäre mega cool, eins zu haben. Alter, wir müssen uns vor einem der erste Sandsturm. Ich muss mich davor schützen. Ich soll irgendwo reingehen, aber das geht nicht so gut. Wir haben noch keinen drin. Ich hoffe, das geht schnell vorbei. Ausdauer ist komplett unten. Wir können hier gar nichts machen gerade. Ja, nice. Ist vorbei. Ich hatte mich ausgeloggt, um zu gucken, was die Zähm-Einstellungen hier sind bei mir. Wie lange das dauern würde, theoretisch. 10. Level 10. Könnten wir packen. Ohne Pfeil und Bogen. Nur mit einer Bola. Und einem Knüppel. Laut dem Dodo-Dex 18 Schläge mit dem Knüppel. Oh, das ist eine Explorer-Note. Da könnt ihr euch mal bitte ein bisschen da auseinander. Ich brauche den Iguanodon alleine. So, und dann 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 waren das eigentlich. Oh, der ist sauer. Der haut ab. Ah, er hat auch den Buff drauf. Er kann auch nicht wieder. Jetzt aber. 25, 26, 27, 28, 29, 30. Was ist denn mit dir los? Hey, jawohl. Das waren aber mehr als 18. Aber weit drüber. Ja, geht schnell. Ich habe das auf mal 4 gestellt. Einfach wegen der Aufnahme. Ich weiß, da wird es wieder die Ark-Experten geben, die das natürlich über 10 Stunden jetzt hier machen, weil es das wert ist. So, jetzt wird es nämlich schon interessant mit dem Pfeifen auf den Konsolen, weil bisher gefällt es mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. B gedrückt halten. Einer folgt. Das bist du, Mignon. Komm mit. Hey, Kollege, Level 90, was? Alter, ist nicht dein Ernst? Geht's los? Jetzt haben wir ein Problem. Aber was für eins? Ich bin tot, Level 90. Okay, da ist der Orbit, wir sind ähnlich, hier ist auch ein Ankylo, nice. Was bist du denn überhaupt? Ich zähm dich noch. Aber egal, wir müssen los. Unser Iguanodon, wahrscheinlich ist er down. Machen wir uns nichts vor. Level 14 gegen Level 90. Oh, da ist er. Level 80 reicht nicht, dann kommt Level 90. Also, wir sind hier. Wo ist der Iguanodon? Ich habe keine. Da ist der Kaposuchus. Es sind zwei davon da jetzt mittlerweile. Nice. Einfach nur GG. So ein Müll, ey. Die sind genau da bei meinem Zeug. Los, Terrorbirds da jetzt mal. Kämpft doch mal gegeneinander da unten. Jetzt ist da noch ein Känguru mit drin. Sieht ganz gut aus eigentlich. Warum tun die sich gegenseitig nichts? Was soll das? Das finde ich nicht gut. Jetzt. Und der Terrorbird hinter mir her. Nice. Wo ist meine Tasche? Da. Ja, der Terrorbird hat Bock. Der kommt wieder auf mich zu. Nice. Mistvieh. So, das heilt mir aber. Level 15. Das ist lächerlich. Ja, warte kurz, bis ich meine neue Keule habe. Das ist gar kein Problem. Los, mach schneller. Schneller, danke. Wenn ich Level 10 Iguanodon gelegt bekomme, kann ich auf dich gelegt, verdammt nochmal. Das ist aber doch ein Wett. Das haben wir nicht gewettet. Klippo. Das ist doch ein... Nein!